Drink, der kommt nicht mehr. Der muss kommen, verdammt. Was bildet er sich eigentlich ein? Vielleicht ist er gerissener wie du. Vielleicht ist er nur mal zu groß für dich. Du hast es gerade nötig. Leg dich nicht auf. Er ist ein großes Tier. Gegen den kommst du nicht an. Aber wenn der ein großes Tier ist, dann bin ich ein kleiner, bissiger Terrier. Der wird mich nicht los. Tja, der ist wohl aus dem Zug gefallen. Und wie ich das sehe, hat ihm der Sturz das Genick gebrochen. Der Tote heißt Cornelius Mogensen, 67 Jahre alt, Konsul Honorario von Kuba. Keine weiteren Angaben. Wie bist du reingekommen? Ich habe immer noch die Schlüssel. Mein Vater wird dich wieder hinauswerfen. Das glaube ich nicht. Was macht Finir? Schläft schon. Kein Zweifel. Er muss die Böschung heruntergefallen sein. Es gibt deutliche Spuren. Hast du was Brauchbares? Ja. Ah ja. Aber wieso meinen die Kollegen, dass es kein Unfall war? Ja, komm mal mit, Leo, ich zeig's dir. Hier. Siehst du diesen Einstich? Ah. Er stammt von einem Messer. Ich nehme an, dass er in die Hand gestochen wurde, als er sich festhalten wollte. Peter? Du gehst noch mal weg? Du weißt doch, früher oder später komme ich immer wieder nach Hause. Ich komme mit. Nein, Sabine. Es geht um Geschäfte, es würde dich langweilen. Du hältst mich wohl für beschränkt, wie? Das ist doch Unsinn. In einer Stunde bin ich zurück. Du hast es nie gelernt. Aber wenn man leben will, muss man Geld verdienen. Guten Abend, entschuldigen Sie bitte die Störung. Mein Name ist Kress, ich bin Kriminalbeamter. Sind Sie die Tochter von Cornelius Mogensen? Ja, wieso? Ist meinem Vater etwas zugestoßen? Ja, leider. Er hat einen Unfall. Können Sie zum Haus Ihres Vaters kommen? Mein Gott, ist es schlimm? Ja. Ja, natürlich kann ich kommen. Jetzt gleich. Ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg dorthin. Es wäre gut, wenn Sie sofort kämen. Danke. Der ehrenwerte Konsul Mogensen. Sei
Seitdem du im Gefängnis warst, darf dein Name in diesem Hause nicht mehr erwähnt werden. Lass mich zu Fimia, bitte. Ich habe doch gesagt, sie schläft. Ich werde sie nicht wecken. Ich will sie nur sehen. Du kennst ja den Weg. Danke. Entschuldigung, suchen Sie was Bestimmtes? Ich habe Sie was gefragt. Was suchen Sie hier? Ich weiß, dass du da bist, Johann. Dann mach dir Augen auf. Warst du in der Schule, Johann? Ich gehe schon lange nicht mehr zur Schule, Finja. Ich bin ein Mann. Dein Vater ist ein Mann. Ich auch. Ich habe einen Job und ich studiere. Ich komme gerade von der Uni. Ich bin erwachsen, Finja. Das sagst du nur so. Du willst mich ärgern, Johann. Nein. Und du bist kein Mädchen mehr. Du bist eine Frau, Finja. Und ich liebe dich. Ich kriege immer Angst, wenn du sowas sagst, Johann. Hey! Bleib hier. Ich soll dir das von Leo geben. Ja, wird also nichts mit nach Hause gehen. Nee, das sind Name und Adresse des Toten. Ja, und was hat sich Leo dabei gedacht? Na, du sollst herausfinden, was wir über den Toten wissen. Sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ja, und Leo weiß das auch. Na toll! Bitte? Guten Abend, mein Name ist Kress, ich bin Kriminalbeamter. Das ist mein Kollege, Herr Heimer. Ja, und? Können wir reinkommen? Nein. Wer sind Sie? Sind Sie mit Herrn Cornelius Mogensen verwandt? Nein, ich bin der Hausmeister. Ist jemand von der Familie Mogensen zu Hause? Nein. Herr Mogensen ist tot. Wahrscheinlich ist er ermordet worden. Der Konsul ist tot? Ja. Beinahe hätte mich dieser dämliche Hausmeister erwischt. Mir wird die Sache nicht zu was. Und Geld habe ich auch noch nicht gesehen. Eben. Ich auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass der Konsul zu Hause war. Woher wussten Sie es wissen? Los, fahren wir jetzt. Warum fahren wir nicht mit deinem Auto? Ja, mit deinem Auto fahren, klar. Und wohin? Du musst nicht alles wissen, komm mal schon.
Wer sind die Herren Bernhard? Frag sie selbst. Guten Abend, wir sind von der Mordkommission. Herr Morgensen wurde neben einem Bahngleis gefunden. Tot. Glaube ich nicht. Das entspricht leider den Tatsachen. Es gibt Grund zur Annahme, dass der Konsul ermordet wurde. Wohin wollte der Konsul heute Abend? Lass doch die Beamten die Fragen stellen. Halt dich da raus. Ich hab dich was gefragt. Ich weiß nicht, wohin der Alte wollte. Ich hab gefragt, soll ich den Wagen vorfahren? Und er hat gesagt, nicht nötig, ich gehe zu Fuß. Entschuldigen Sie, mein Name ist Kress, ich leite hier die Untersuchung. Ich würde gerne wissen, wer Sie sind. Ich führe den Haushalt des Konsuls seit dem Tode der gnädigen Frau. Er ist der Chauffeur und der Hausmeister. Sind Sie verheiratet? Seit 24 Jahren. Wohnt sonst noch jemand hier im Haus? Nur unsere Tochter. Wir haben eine Wohnung im Souterrain. Das Haus bewohnt der Konsul ganz allein. Weißt du, dass es Kinder gibt, die fliegen können, Johann? Im Märchen. Dein Vater hat mir oft Märchen vorgelesen. Ja? Manchmal glaube ich, er ist tot. Was? Ich habe ihn gesehen heute Nacht. Er ging durch den Garten und jagte die Glühwürmchen. Oder war es auf dem Friedhof? Finja? Ja. Weißt du, wer ich bin? Du bist Johann. Und du bist sein Mann. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, was hier eigentlich gespielt wird. Einiges habe ich schon mitgedacht. Das reicht auch für dich. Je weniger du weißt, desto besser. Wer ist denn dein Boss? Das geht dich an den Scheiß an. Wenn wir die Sache hier durchgezogen haben, dann kriegst du deine Kohle. Was willst du denn mehr? Sabine, gut, dass du kommst. Die Polizei hat mich angerufen. Was ist denn passiert? Komm erst mal rein. Wie? Setz dich, Sabine. Haben Sie mich angerufen? Ja. Mein Name ist Kress Heimann. Und was ist mit meinem Vater? Wo ist er? Dein Vater ist verunglückt, Sabine. Wie verunglückt? Heißt es... Ja, die Beamten haben ihn gefunden. Er ist aus einem fahrenden Zug gestürzt. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber dürfen wir Ihnen jetzt einige Fragen stellen? Warum? Warum sind Sie hier? Wir sind Beamte der Mordkommission. Ich verstehe das nicht.
Ihr Vater ist aus dem Zug gestoßen worden, verstehen Sie? Es war kein Unfall. Was war es denn dann? Du hast nicht angerufen. Warum nicht? Er ist nicht gekommen, so einfach ist das. Was hast du falsch gemacht? Was hast du falsch gemacht? Ich habe alles so gemacht, wie du es mir gesagt hast, aber der Konsul ist nicht gekommen. Ich war sogar bei seinem Haus, aber der Hausmeister hat mich verscheucht. Ich hätte es mir gleich denken können. Man soll sich nie mit Dilettanten einlassen. Sag das nochmal. Man soll sich nie mit Dilettanten einlassen. Das sagst du nicht nochmal. Hat Johann es getan? Sabine, was redest du? Wer ist Johann? Das ist mein Bruder. Er hat meinen Vater gehasst. Also das kann man so nicht sagen. Warum hat er seinen Vater gehasst? Er hat mal bei einer Firma, wo er eine Lehre gemacht hat, Geld unterschlagen. Wofür? Wollte weg, nach Australien. Er ist aber schon am Flughafen verhaftet worden. Er kam ins Gefängnis. Sabine, das ist eine alte Geschichte. Wie hat der Konsul darauf reagiert? Johann durfte dieses Haus nicht mehr betreten. Ich nehme an, Sie sprechen gerade von mir? Ich bin Johann Mogensen. Du verschwindest jetzt von der Bildfläche. Ich nehme die Sache selbst in die Hand. Und mein Geld? Das Geld war ein Erfolgshonorar. Du hast keinen Erfolg gehabt. Das kannst du mit mir nicht machen. Wetten, dass ich das kann? Das kannst du mit mir nicht machen. Wetten, dass? Das kann der nicht machen. Sie bleiben also dabei. Mein Vater wurde ermordet. Davon müssen wir ausgehen. Sie haben es ja von meiner Schwester gehört. Schönen Dank übrigens. Ich hätte ein Motiv. Deshalb berührt Sie der Tod Ihres Vaters nicht so sehr. Ich habe gelernt, meine Gefühle nicht jedem zu zeigen. Wer hat Ihnen das beigebracht? Mein Vater. Wo waren Sie heute Abend so ab 18 Uhr? Alibi? Ja, wäre hilfreich. Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen. Ich bin spazieren gegangen. Spazieren gegangen? Den ganzen Abend? Ja, ich musste nachdenken. Worüber, wenn man fragen darf? Man darf aber nicht. Darf ich es gehen? Finja? Ich habe nichts getan, Papa. Deshalb bin ich nicht gekommen. War Johann bei dir? Johann. Er sagt, er ist dein Mann. Hat er noch etwas gesagt? Er hat gesagt, er liebt mich. Glaubst du ihm? Ach, er ist doch noch so jung. Die Tochter von Konsul Mogensen, Frau Schulz, ist ja verheiratet, ne? Ja, ihr Mann hat ein Immobiliengeschäft in der Stadt. Dann haben wir jetzt alle kennengelernt, bis auf diesen Schwiegersohn und ihre Tochter, Frau Kurz. Meine Tochter hat mit all dem nichts zu tun und es wäre gut, wenn Sie sie in Ruhe ließen. Warum? Weil, wenn Sie sie sehen, werden Sie es wissen.
Na, ausgeschlafen, Leo? Nee. Ich auch nicht. Cornelius Mogensen war ein ehrenwerter Mann. Etwas genauer, Axel, wenn es geht. Er war reich, um etwas genauer zu sein, sogar stinkreich. Er hätte es gar nicht nötig gehabt zu arbeiten, aber er hat Jura studiert und einige Jahre im Auswärtigen Amt gearbeitet. Als was? Ja, na, offensichtlich hat er es bis zum Legationsrat gebracht, aber dann ist ihm die Lust vergangen, er hat den Dienst quittiert und als Privatmann gelebt. Warte mal. Wissen wir was über seinen Leben als Privatmann? Hm? Er hat ehrenamtlich für Kuba als Honorarkonsul gearbeitet, hat viele Institutionen finanziell unterstützt und war im Aufsichtsrat von mehreren Stiftungen. Tatsächlich ein ehrenwerter Mann. Ja. Warum hat man ihn umgebracht? Der Obduktionsbericht, Leo. Die Ergebnisse sind aber nur vorläufig. Todeszeit? Etwa 19 Uhr. Ich habe auch noch die Vorortzüge überprüft. Es muss der Zug nach Penzberg gewesen sein. Die Abfahrt vom Ostbahnhof war im Moment 18 Uhr und 35. Was soll denn der in Penzberg? Ja, das konnte mir nun bei der Bahn leider auch niemand sagen. Entschuldigung. Hast du mich erwartet? Ich habe damit gerechnet, dass du kommst. Willst du dir schon mal alles anschauen? Bitte, was soll ich mir anschauen? Ja. Das ganze Haus und alles. Ach, hör doch auf. Ich kann das gar nicht glauben. Wer hat den Alten umgebracht? Warst du es? Darüber macht man keine Witze. Das war kein Witz. Dir steht das Wasser bis zum Hals. Woher weißt du das? Ich weiß es. Der Tod von Cornelius kommt dir sehr gelegen. Seit wann ist er für dich Cornelius? Ja, 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 aber der Mann war doch reich. Ach so, du denkst also, Geld ist das Motiv. Geld ist immer eine Möglichkeit. Axel, besorg uns einen richterlichen Beschluss, damit wir das Testament einsehen können. Sofort? Warum nicht? Werner, du könntest dich noch mal um Johann Mogensen kümmern. Der lebte ja im Streit mit seinem Vater. Find doch mal raus, wie ernst das war. Tja, dann find mal. Der Brief wurde unten beim Eingang abgegeben. Anonym? Ja, aber der Kollege hat sich das Kennzeichen von dem Auto aufgeschrieben, mit dem der Mann gekommen ist. Na bitte. Von dem könnt ihr noch was lernen. Finja. Finja? Ist was, Bernhard? Finja ist weg. Wenn es um den Tod vom Konsul geht, fragt Peter Schulz. Wer ist Peter Schulz? Na ja, sein Schwiegersohn. Ach, der, ja, der soll ja eine Immobilienfirma haben. Die Autonummer. Vielleicht hat der anonyme Briefschreiber den Brief selbst hergebracht. Das ist so blöd. Sein Auto in Sichtweite vom Eingang zu parken. Manche sind so blöd, besonders wenn sie raffiniert sein wollen. Ich kümmere mich drum. Und ich werde mir noch mal die Villa ansehen.
Sie schon wieder. Guten Tag. Geht's wieder um den Konsul? Na, was sonst? Haben Sie keine anderen Sorgen? Nein. Ist Ihre Frau da? Nein. Was wollen Sie denn? So genau weiß ich das auch nicht. Das Arbeitszimmer vom Konsul würde ich mir gerne ansehen. Bin gleich zurück. Sehr freundlich. Danke. Bitte setzen Sie sich. Dankeschön. Ja, ich hatte dem Konsul wirklich einen würdigeren Tod gewünscht. Wissen Sie eigentlich, dass er gestern Vormittag hier war? Er hat genau auf diesem Ihren Stuhl gesessen. Wie, was, er war hier, der Konsul? Gestern, am Tage seines Todes? Ja. Und was hat er gewollt? Wir haben sein Testament geändert. Warum? Mein Gott, der alte Herr war der Meinung, dass sein Geld seinen Kindern, sagen wir einmal, die Selbstständigkeit nehmen würde. Mein Gott, er war der typische Self-Made-Man der Nachkriegszeit, der alles ausschließlich sich selbst zu verdanken hatte. Wie hast du mich denn gefunden? Ein Mitbewohner hat mir gesagt, wo du bist, aber. Das ist unwichtig. Was ist schon wichtig? Finja ist verschwunden. Was soll das heißen, verschwunden? Ach, Bernhard. Bernhard hat dir erzählt, dass der Konsul tot ist. Eine Stunde später war ihr Zimmer leer. Ich gehe sie suchen. Weißt du wo? Ich hoffe. Entschuldigen Sie. Ist das Ihr Auto da vorne mit dem ungespritzten Kotflügel? Und? Geht sich das wohl so? Warum sind Sie denn so aggressiv? Haben Sie Angst? Was ist los, Peter? Hast du schon wieder Scheiße gebaut? Der lernt das nie. Wer sind Sie denn? Wer hat Sie reingelassen? Störe ich Sie? Das ist das Haus meines Schwiegervaters. Ich habe ein Recht, hier zu sein. Ich auch. Mein Name ist Kress, ich leite die Untersuchung über den Tod Ihres Schwiegervaters. Ah, Entschuldigung. Das konnte ich nicht wissen. Mein Name ist Schulz. Lassen Sie sich nicht stören. Was machen Sie hier? Suchen Sie was? Die gleichen Fragen könnte ich Ihnen auch stellen. Mit dem kleinen Unterschied, dass es mein Beruf ist, Fragen zu stellen. Ja, das ist richtig. Nein, nein, gar nicht nötig. Ich habe den richterlichen Beschluss gesehen. Ich werde Ihnen dann eine Kopie des Testaments machen. Ist denn die Änderung des Testaments rechtskräftig? Ja, natürlich. Ich bin der Anwalt und Notar und es gab zwei Zeugen. Meine Sekretärin wird Ihnen eine Kopie machen. Ja, danke, aber könnte ich vielleicht doch jetzt schon mal... Nein, können Sie nicht. Ich gebe dieses Testament ohnehin nur ungern aus den Händen. Aber lesen müssen Sie es dann bitte schon selbst. Ah, ja.
Entschuldigen Sie, sind Sie vielleicht Herr Mogensen? Sie wollen zu mir? Ja. Polizei? Wollen Sie meinen Ausweis sehen? Wollen Sie mich verhaften? Hätten wir denn einen Grund dafür? Keine Ahnung. Ich kenne die Fantasien von Polizeibeamten nicht, aber ich habe wenig Zeit, ich muss gleich wieder weg. Macht nichts. Ich begleite Sie. Okay. Aber ich muss noch mal in die Wohnung, ich habe was vergessen. Macht auch nichts. Sie haben den anonymen Brief geschrieben. Das müssen Sie mir erstmal beweisen. Ihr Freund hat das ausgesagt. Dieser dämliche Idiot. Der Letzte, der das gesagt hat, liegt am Friedhof. Ach, pack sein Auto direkt vom Präsidium. Profis sind Sie keine. Warum haben Sie den Brief geschrieben? Ohne Anwalt sage ich kein Wort. Ja, das dachte ich mir. Haben Sie einen? Den muss der Peter Schulz bezahlen. Peter Schulz? Warum der Schulz? Der soll ruhig mal blechen. Genieren Sie sich nicht. Holen Sie ruhig, was Sie holen wollen. Was hat Zeit? Da ich Sie nun zufällig hier getroffen habe, kann ich Ihnen gleich was zeigen. Dieser anonyme Brief wurde heute im Präsidium abgegeben. Tja, und? Wenn es um den Tod vom Konsul geht, fragt Peter Schulz, was kann das bedeuten? Das ist irgendeine Schmiererei. Haben Sie Feinde? Wer hat die nicht? Sie sind Immobilienkaufmann. Machen Sie riskante Geschäfte. Naja, lassen wir das. Wo waren Sie gestern Abend gegen 19 Uhr? Was soll das? Mit welchem Recht stellen Sie mir solche Fragen? Ich stelle diese Frage jeden, der mit dem Konsul zu tun hatte. Es ist seine Todeszeit. Ich verstehe. Ich war unterwegs. Wohin? Zeugen? Das ist doch absurd. Warum soll ich den Alten umbringen? Habe ich denn ein Motiv? Was fragen Sie mich das? Müssen Sie doch wissen. Das ist auch wieder wahr. Es passt mir nicht, dass Sie mitkommen. Wo wollen Sie hin? Es passt mir nicht, dass Sie mir Fragen stellen. Es gibt einen Grund dafür. Ihr Vater ist umgebracht worden. Ich denke an nichts anderes. Können Sie sich einen Grund vorstellen, warum man Ihren Vater aus dem Zug gestoßen hat? Ja. Welchen? Das müssen Sie schon selbst herausfinden. Das werden wir. Also, wohin fahren wir? Der Notar? Ja? Der Notar war kooperativ und es gab eine Überraschung. Am Tage seines Todes war der Konsul bei ihm und hat sein Testament geändert. Ich habe ihn. Langsam. Wen? Den anonymen Briefschreiber. Ich habe ihn gleich hergebracht. Na, so haben wir es gern. Rein mit ihm. Wird er sie finden? Ich bin sicher. Und wenn ihr was zustößt, sie ist so hilflos. Er wird sie finden. Ich will nicht, dass Johann sich um Finja kümmert. Er kennt sie gut. Nicht besser als ich. Doch. Er ist der Einzige, der weiß, wo sie sein könnte. Warum sagt er es uns dann nicht? Nun sei doch nicht auf jeden eifersüchtig, den Finja mag. Ich bin Ihr Vater! Niemand bestreitet das. Aber du warst doch auf Cornelius eifersüchtig. Nenn ihn nicht Cornelius. Nicht in meiner Gegenwart. Bitte. Wir sind bald da. Wo? Mein Vater war ein eigenartiger Mann, schwer zu durchschauen. Ich wusste nicht viel über ihn, aber ich glaube, er hat mir mehr bedeutet, als ich zugebe.
Es gab Streit zwischen Ihnen und Ihrem Vater. Sie durften sein Haus nicht mehr betreten. Ob Sie es glauben oder nicht, aber das habe ich verstanden. Sie haben es ihm nicht übel genommen? Nein. Aber dann habe ich etwas erfahren, was ich nicht mehr verstanden habe. Was war das? Etwas, worüber ich nicht sprechen kann. Herr Groß sagt, Peter Schulz würde seinen Anwalt bezahlen. Ich sag nichts. Und warum sind Sie da mitgekommen? Ich bin nicht mitgekommen, der hat mich mitgenommen. Es geht um Mord, Herr Groß. Und da hört jeder Spaß auf. Wenn ich aussage, dann mache ich mich doch selber, mache ich mich da. So blöd bin ich nicht. Ach nee. Aber immerhin waren Sie wütend genug, um über Peter Schulz einen anonymen Brief zu schreiben. Ich sag nichts. Was haben Sie gegen Peter Schulz? Das ist ein Schwein. Aha. Geht das auch genauer? Das ist ein großes Schwein. Der glaubt, er kann mit mir machen, was er will. Und was hat er denn gemacht? Was hat er denn gemacht? Er lässt große Töne spucken und dann rückt er die Kohle nicht raus. Kohle? Wofür? Peter, kannst du mal eben? Was kann ich? Jetzt komm doch mal bitte raus. Sie entschuldigen mich, einen Moment. Was ist denn los? Was passiert? Peter, die waren zu viert. Die haben mir irgendwelche Ausweise unter die Nase gehalten und so einen Durchsuchungsbeschluss. Dann sind sie einfach in die Wohnung. Ich verstehe nicht, wer? Na, die von der Steuerfahndung. Ach du Scheiße. Peter, was hat das alles zu bedeuten? Du guck mich nicht so fassungslos an, das kommt vor. Deine besten Adressen. Ich sollte den Konsul erpressen. Womit? Peter Schulz hat mir Fotos und Dokumente gegeben. Was für Dokumente? Ich habe Kopien davon, bei mir zu Hause im Küchenschrank. Geht. Ich bin schon unterwegs. Weiter, Herr Groß. Ja, ich habe die Fotos und die anderen Ich habe die Fotos und die anderen Sachen an den Konsul geschickt. Natürlich nicht die Originale. Und dann habe ich ihm einen Treffpunkt vorgeschlagen. In Penzberg. Ja. Ja, und warum gerade in Penzberg? Na, in München kann man doch gesehen werden. Sie haben dem Konsul mitgeteilt, er könnte die Originaldokumente und die Negative der Fotos zurückbekommen. Was soll er denn dafür bezahlen? Keine Ahnung. Das wollte Peter Schulz selbst regeln. Ich sollte ihn anrufen, sobald der Konsul da wäre. Warum? Das weiß ich. Ich sollte den Konsul aufhalten, bis dieses Schwein da ist. Ach, der Peter Schulz sollte auch zum Treffpunkt kommen. Ja, doch. Und? Haben Sie ihn angerufen? Nein, verdammt nochmal, der Konsul ist doch nicht gekommen. Habe ich Sie gebeten, mich zu begleiten? Kommen Sie mit oder warten Sie hier? Ich komme mit. Herr Groß? Ja? Sie können gehen. Einfach so? Nee, nicht einfach so. Sie dürfen die Stadt nicht verlassen. Wir werden Sie Herrn Schulz gegenüberstellen. Habe ich eigentlich was getan? Die Erpressung hat doch gar nicht stattgefunden. Das wird der Richter entscheiden. Ach so. Also, ich verstehe das nicht. Wozu hat Peter Schulz das alles organisiert? Ich meine, er hätte doch den Konsul direkt erpressen können. Das war gar nicht so dumm von ihm. Er hat den kleinen Ganoven vorgeschickt. Wäre irgendwas schiefgelaufen oder hätte der Konsul nicht angebissen, dann wäre Schulz überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Ja, und was ist dann das Motiv für die Erpressung? Vielleicht haben wir es schon, ohne es zu wissen. Zeig mir doch mal das Testament, das der Konsul abgeändert hat. Jo, habe ich drüben.
Meine ganze Familie ist hier begraben. Die Großeltern, meine Mutter. Jetzt wird mein Vater auch hier liegen. Wissen Sie was? Jetzt habe ich die Nase voll. Sagen Sie mir endlich, was Sie hier suchen, oder wir fahren sofort aufs Präsidium. Wissen Sie, was mein Vater zu mir gesagt hat? Wenn du die Wahrheit nicht sagen kannst, dann halt den Mund. Was verfügt er? Dass mein gesamtes Vermögen abzüglich der Pflichtteile für meine Kinder und des Legats für die Familie Kurz dem Kinderhilfswerk UNICEF zufällt. Unterschrift, Datum, beglaubigt. Und wie wir wissen, geht's dabei um sehr viel Geld. Ja, Peter Schulz wäre durch seine Frau ein sehr reicher Mann geworden. Moment mal, der muss gewusst haben, dass der Konsul sein Testament ändern wollte. Und deshalb die Erpressung. Oder der Mord. So, jetzt haltet euch mal fest. Der Konsul hat für den sowjetischen Geheimdienst gearbeitet, als er noch im Auswärtigen Amt war. Hier, aus diesen Unterlagen geht das ganz eindeutig hervor. Ich wette, diese Sachen stammen alle aus irgendwelchen Stasi-Archiven. Hier ist er mit einem russischen General. Und was ist das? Wo hat Peter Schulz diese geheimen Dokumente her? Ach du lieber Himmel. So was kann man doch heutzutage auf dem schwarzen Markt kaufen. Ehemalige Beamte der Staatssicherheit, die versuchen so, sich ihren Lebensabend zu sichern. Und wieso hat er für die Russen spioniert, der Konsul? Erpressung. Vielleicht hatten sie irgendwas gegen ihn in der Hand. Wir können ihn zwar nicht mehr fragen, aber die Dokumente waren ihm wohl wichtig genug, um deswegen nach Penzberg zu fahren. Und wir? Fahren wir jetzt zu Peter Schulz. Ja, hast du die Adresse? Jo, seine Sekretärin hat sie mir gegeben. Erika Straße, irgendwas. Er besichtigt da eine leerstehende Villa. Kannst du mir sagen, warum der Werner sich nicht meldet? So lange kann es doch nicht dauern, um Johann Mogensen ein paar Fragen zu stellen. Och, er ist doch noch jung. Gib ihm eine Chance. Hör doch auf. Ich habe eine Bitte. Kann ich allein mit dir sprechen? Mit wem? Finja. Wo ist sie? Okay, ich warte. Danke. Nicht gekommen. Wer? Na, der Konsul. Aber er ist tot, das weißt du doch. Tote gehen noch zum Friedhof. Aber er ist nicht gekommen. Aber was willst du denn von ihm? Ich will mit ihm gehen. Er soll mich mitnehmen. Wohin? Na, nachts. Durch die Gärten. Glühwürmchen jagen. Herr Schulz, Sie sind ganz raffiniert vorgegangen. Sie haben den kleinen Ganoven Klaus Groß vorgeschickt, aber in Wirklichkeit wollten Sie den Konsul erpressen. Von mir hören Sie nichts. Ist auch nicht nötig, wir kennen Ihr Motiv. Mein Kollege hat Erkundigungen über Sie und Ihre Firma eingeholt. Sie sind kurz vor der Pleite und sind dringend auf das Geld angewiesen, das Ihre Frau bekommen wird. Sie wussten, dass der Konsul sein Testament ändern wollte. Na? Wussten Sie es? Haben Sie nicht verstanden? Ich sage nichts. Macht nichts. Man hat Ihnen Dokumente über eine frühere Spionagetätigkeit des Konsuls zugespielt. Und da haben Sie Ihre Chance gesehen. Woher haben Sie die Dokumente? Wir werden das schon rauskriegen. Tschüss.
Sie wollten den Konsul mit dieser alten Geschichte unter Druck setzen. Sie wollten um jeden Preis verhindern, dass er sein Testament ändert. Sie haben die Erpressung eingefädelt. Aber im letzten Augenblick war Ihnen das zu unsicher. Die Sache könnte ja schiefgehen. Also sind Sie dem Konsul gefolgt und haben ihn auf den Zug gestoßen. Kann ich jetzt gehen? Meine Kunden warten. Aber es war zu spät, Herr Schulz. Der Konsul hatte nämlich bereits am Morgen sein Testament geändert. Rechtsgültig. Das glaube ich nicht. Der Konsul kommt nicht mehr, Finja. Wir müssen jetzt gehen. Gehen wir? Wir bringen Finja nach Hause und dann komme ich mit Ihnen aufs Präsidium eine Aussage machen. Johann! Sei nicht traurig. Er kommt bestimmt. Habt ihr ihn nicht verhaftet? Noch nicht. Ja, Gerd, ich versteh's ja auch nicht. Es passt alles wunderbar zusammen. Ja. Aber beweisen müssen wir sie, nicht? Was stört dich denn? Der Schulte war ein gerissener Geschäftsmann. Aber als Mörder kann ich mir den nicht vorstellen. Und weil du es dir nicht vorstellen kannst, kommt er nicht in Frage, oder was? Noch nicht Zeus von Werner? Er ist ein Mann. Johann, der ist ein Mann. Bitte. Endlich, Werner. Sag mal, warum meldest du dich nicht? Ich war mit Johann Mogensen auf dem Friedhof. Herr Mogensen möchte eine Aussage machen. Friedhof? Was macht denn hier auf dem Friedhof? Herr Mogensen hat auf dem Friedhof die Tochter von Frau Kurz gesucht. Die Tochter? Wie heißt sie? Finja. Sie ist seit ihrem 10. Lebensjahr behindert. Die Leute nennen so etwas zurückgeblieben. Die Leute haben keine Ahnung. Finja und ich, wir kennen uns schon immer. Ich liebe sie. Und ich habe meinen Vater getötet. So, jetzt ist es raus. Setzen Sie sich erstmal. Also? Dann erzählen Sie. Sie war 10. Ich bin gerade auf das Gymnasium gekommen. Wir waren Kinder. Finja fing an, sich zu verändern. Ich habe das nicht gleich gemerkt. Und später hat man mir immer wieder erzählt, Finja sei krank gewesen und deshalb manchmal so eigenartig. Ich habe das nie geglaubt. Seit vorgestern weiß ich, was wirklich passiert ist. Finja liebte meinen Vater, den Konsul, abgöttisch. Ich bin schon als Kind auf ihn eifersüchtig gewesen. Aber mein Vater hat diese Liebe ausgenutzt. Was meinen Sie damit? Er hat ihre Liebe benutzt, um... Sie meinen, er hat das Kind missbraucht? Ja, und deshalb hat Finja sich so verändert. Ich habe die Wahrheit erst vorgestern erfahren. Von wem? Von Bernhard, Finjas Vater. Er hat es mir vor 2 Tagen erzählt. Nachdem der jahrelang geschwiegen hat? Er hat gesagt, er hätte es eigentlich für sich behalten wollen, aber jetzt hielt er es nicht mehr aus. Gestern Abend habe ich vor der Villa gewartet. Als mein Vater rauskam, bin ich ihm gefolgt. Ich bin in denselben Zug gestiegen wie er. Als er mich gesehen hat, ist er auf mich zugekommen. Ich stand an der Tür. Ich habe kein Wort gesagt und er auch nicht.
Wir hatten uns ja schon lange nichts mehr zu sagen. Ich habe die Tür geöffnet und er hat sich am Haltegriff festgeklammert. Ich habe ihn mit einem Messer an die Hand gestochen. Und dann musste er loslassen und fiel hinaus. Ich kann ihm nicht verzeihen, was er ihr angetan hat. Was willst du noch in der Villa, Leo? Der Fall ist doch abgeschlossen. Für mich nicht. Warum denn nicht? Ich muss dem Vater von Finn ja noch eine Frage stellen. Können Sie mich nicht endlich in Ruhe lassen? Nein, noch nicht. Was ist denn los? Frau Kurz, Ihre Tochter Finja ist seit ihrem 10. Lebensjahr behindert. Vor 2 Tagen hat Ihr Mann, Johann Mogensen, dem Sohn des Konsuls, erzählt, wie es zu dieser Behinderung gekommen ist. Das ist doch alles dummes Zeug. Die haben ihm erzählt, sie hätten es eigentlich für sich behalten wollen, aber jetzt schaffen sie es nicht mehr. Sein Vater, der Konsul, hätte Finja als Kind sexuell missbraucht. Und deshalb wäre Finja geistig behindert. Das hätte mein Mann gesagt? Das stimmt doch alles gar nicht. Doch. Daraufhin hat Johann Mogensen seinen Vater umgebracht. Ich frage Sie jetzt, Herr Kurz, warum haben Sie all die Jahre über geschwiegen? Warum haben Sie erst jetzt geredet? Aber das ist doch alles gar nicht wahr! Was ist dann wahr, Frau Kurz? Finja war 10 Jahre alt, als sie plötzlich schwer krank wurde. Sie hatte Hirnhautentzündung. Der Arzt hat sofort gesagt, dass die Krankheit Folgen haben würde. Finja ist zwar körperlich wieder gesund geworden, aber geistig ist sie seit damals zurückgeblieben. Das ist die Wahrheit und sonst nichts. Das heißt also, Sie haben gelogen, Herr Kurz. Und Johann Mogensen hat Ihnen geglaubt. Warum hast du das getan? Ich bin Ihr Vater. Sie ist meine Tochter. Aber geliebt hat sie nur den Konsul Nuin. So als wäre er Ihr Vater. Wenn ich sie umarmen wollte, dann ist sie weggelaufen. Ich konnte es nicht ertragen. Sie ist meine Tochter. Warum hat der Konsul sie mir weggenommen? Aber dann... Dann ist der Konsul für ein Verbrechen getötet worden? Das er gar nicht begangen hat?